So, willkommen zurück bei Let's Play Black and White 2. Wieder Schwarzbild. Also, wir haben jetzt die Mission hier. Ich bin perfekt getarnt. Muss ich ganz gut aufpassen. Er folgt den Schildern. Ist das Stri nee, das darfst du nicht. Kann aber auch nicht schneller gehen, ne? Oh, und die Bäume hier nerven mich. Nein, es geht ja da lang. Egal. Oh, shit. Oh, dieses... Ich hasse dieses Spiel. Das ist so schrecklich. Glaube, ich werde es auch nicht beim ersten Mal schaffen. Sehr gut. Das ist die erste Information. Vielleicht und das ist die dritte Information. So, wenn ich ihn so lang laufen lasse, dann sollte das eigentlich funktionieren. Ohne dass mir einer von den Attentätern einläuft. Shit. Nein, nicht du. Ach, fick, scheiße. Ihr habt neue Informationen erhalten. Wir gehen jetzt da lang und da lang. Weg von hier. Ein Geil, da ist der. Sollte jetzt. Sollte es jetzt eigentlich gewesen sein, oder? Drei Informationen sammeln, ne? Ihr habt neue Informationen erhalten. Okay, nein, irgendwas fehlt. Oh.
Muss ich den jetzt hinbringen? Hilfe! Ich muss ihn wieder nach da bringen, oder? Bin mir gerade echt nicht sicher. Ich sehe nämlich auch keine Schriftrolleninformationsdings-Scheiß mehr. Das dauert so ewig und ist so langweilig. Im Moment, man kann ihn gar nicht zurücklenken. Wow. Wo muss ich denn hin? Problem ist, das sind 40.000 Tribut. Würde die gerne haben. Aha. Alles klar. Ich hab's. Ah, das sieht man so richtig beschissen. Na komm, mach hinne. Bin ich, dass sie mich in der Zeit angreifen oder so. Die Griechen breiten sich aus wie blutrote Blumen auf dem Schlachtfeld. Das müsste die letzte Information sein, ne? Da lang. Ausgezeichnet! Ihr habt jetzt alle nötigen Informationen. Okay, das war's. Sehr gut. Gemacht. Er ist in Sicherheit. Wo er wohl mit dieser Karte hin will? Was kümmert es uns? Wir haben unseren Tribut. Alles klar. Jetzt können wir uns ein Sirenenwunder kaufen. Sehr, sehr schön. Kommen wir nämlich zurück. Und werden das erstmal bauen. Viele Rohstoffe, aber das ist mir egal. Wird jetzt ein bisschen dauern. Sind wahr.
Die Griechen haben die Wikinger mit ihrem Edelmut und ihren Gebäuden beeindruckt. Auch mein einst so treues Volk ist ihnen gefolgt. Okay. Was für eine Schande. Ich muss meinen Bruder warnen. Hier scheint ein Gott am Werk zu sein. Ich habe Wunder gesehen. Eine Kreatur. Die Prophezeiung besagt, dass sich ein Stamm aus der Asche erheben und von einem Gott geführt werden wird. Ich muss dieses Land verlassen, um meinen Bruder zu finden. Wir können nun nach Nagoyen weiterziehen. Klickt auf die goldene Schriftrolle, um das Land zu verlassen. Gut, dann, ja. Ich dachte, das dauert noch ein bisschen, bis ich das hier habe, aber okay. Dann los. Können wir auch hingehen. Ich komme. Los, Jungs. Sofort. Die Mauern wieder abreißen. Brauchen wir ja dann nicht mehr, ne? Aber die waren aber auch nicht besonders schnell. Wie ich die Verschönerung mache, habe ich keine Ahnung. Wie das vielleicht hier mit dem. Okay. Keine Ahnung, wie ich Verschönerung mache. Mir auch egal. Immer noch ein Sirenenwunder für die Beeindruckung. Was macht die Kreatur? Die Kreatur kann ins Erz sammeln gehen.
425 Menschen, alles klar. Vielleicht soll ich ein bisschen aufstocken. Ja, das war nicht so viel, wie es mir auch. Ja. Ganz knapp. So, die Missionen hier habe ich, glaube ich, alle erfüllt. Gehen die denn lang? Egal. Ich speichere mal ab. Ich höre gerade das Laufwerk dröhnen. Keine Mission mehr. Nee. Ich könnte jetzt eigentlich das Land verlassen. Weißt du, wie viel die Kreatur hat einfach kein Erz gesammelt, bringt aber auch nur 3000. 10.000 Tribute interessiert. Ja, dann. Egal. Wollt ihr das Land wirklich verlassen? Klicke nochmal, um zu bestätigen. Die Japaner wissen jetzt, mit wem sie es zu tun haben. Sie werden sich auf uns vorbereiten. Auf zum nächsten Land. So, und aber mehr sehen wir erst in der nächsten Folge. Tschüssi.